Herzlich willkommen zum diesjährigen Thermen Open Air hier live aus Fohnsdorf. Auch heuer wurden wieder internationale Bands wie The Smokies and The Sweets hierher bestellt. Die Stimmung ist einzigartig, doch sehen Sie selbst. Das diesjährige Thermen Open Air brachte die Topstars der 70er Jahre nach Fohnsdorf. Zum 10-jährigen Bestandsjubiläum der Therme Fohnsdorf gastierten mit Smokey und Sweet zwei Kultbands in unserer Region, deren Auftritte man so schnell nicht vergessen wird. Neben internationalen Stars performte auch die heimische Band Frei nach Plan, eine Pop-Rock-Band aus der Steiermark, die das Publikum bestens auf die nachfolgenden Acts einstimmte. Ja, Stimmung war gestern ein Traum. Heute natürlich noch einmal eine Spur besser, weil noch ein bisschen mehr Leute da waren. Jetzt ist es leider wieder ein bisschen regnerisch geworden, aber ich glaube, das hat der Stimmung nichts abbussen dann und die Leute haben Gas gegeben, wir haben Gas gegeben und ich glaube, hat gut gepasst. CCR Remember, eine der besten CCR Coverbands, heizte den Zusehern richtig ein, bevor der große Auftritt von Sweet folgte. Die Stimmung ist so geil! Auf welche Band freuen Sie sich am meisten? Sweet und Smokey! Ich sag nur, alt ist immer besser. Von dem her erklärt sich alles. Sweet ist 2017 auf Deutschland-Tournee, machte aber für das Thermen Open Air einen Abstecher nach Österreich. Das Publikum war begeistert und die Stimmung war ausgelassen. Oh yeah. Auf welche Band warten Sie? Eigentlich auf Sweet, aber das bin ich gerade. Welches Lied mögen Sie am liebsten von Ihnen? Born Blitz. You are performing for ages. Are you still nervous before your performances? Always a little bit. Sänger Peter Lincoln hat auch nach Jahren auf der Bühne vor einem Auftritt immer wieder Schmetterlinge im Bauch. Für ihn ist Österreich eines der schönsten Länder, wenn es nicht gerade regnet. Die Verantwortlichen seitens der Gemeinde zeigten sich erfreut über so viel musikalische Prominenz in Fohnsdorf. Ich glaube, wir haben heute wieder eine Veranstaltung, die rund im Eichfeld herumgeht, aber auch darüber hinaus. Man hört das schon von der Musik im Hintergrund. Wir haben leider Gottes das Pech gehabt, dass der Wettergott uns nicht gesund ist, aber trotzdem Kultur in Fohnsdorf muss gestaltet werden und darum weiterhin so. Auch für den Tourismusverband war das Thermen Open Air ein Highlight des Jahres. Was soll man sagen? Sweet, Smokey, unsere Generation, eine tolle Veranstaltung. Gott sei Dank auch viele Leute. Trotz des Wettergottes, der es nicht so gut gemeint hat, sind alle geblieben und es war eine hervorragende Veranstaltung. Der Jubel war groß, als endlich die legendäre britische Erfolgsband der 70er Jahre, Smokey, ihren großen Auftritt hatte. Ein legendärer Hit folgte dem anderen. Mexican Girl, Living Next Door to Alice sowie Don't Play Your Rock'n'Roll to Me und Oh Carol waren die absoluten Top-Acts des Abends. Yeah,
Stars gaben nicht nur auf der Bühne ihr Bestes, sondern auch im Backstage-Bereich waren sie für ihre Fans da. Do you like our country, Austria? Für Terry Utley eine Herzensangelegenheit, denn seiner Meinung nach sind Österreicher die freundlichsten Menschen und er freut sich schon darauf, bald wieder bei uns zu sein. All the time here. Das diesjährige Fronsdorfer Thermen Open Air war ein voller Erfolg und man darf schon gespannt sein, was sich die Verantwortlichen im kommenden Jahr einfallen lassen werden. Come on, say you lay back.